Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge King of Retail hier auf Dadabear TV. So, der Tag ist beendet. Wir sind im Plus rausgegangen, das war ja schon abzusehen. Ich habe soweit alles vorbereitet, bis auf die Nachbestellung. Das machen wir jetzt einmal gemeinsam, weil wir haben ja jetzt in der letzten Folge das Lager soweit ausgebaut, ja, dass wir eben diese Schwierigkeiten mit diesem Hin- und Herballern nicht mehr haben sollten. Und dementsprechend will ich jetzt natürlich das Mindestlager schon so weit in Gang bringen, dass es auch nachher astrein funktionieren sollte. So, das sieht alles ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Hier ist scheinbar gar nicht so viel zum Nacharbeiten. Es war auch noch gut was im Lager. Also wir sind jetzt noch nicht ausverkauft. Liegt aber zum Teil auch mit daran, dass ich natürlich wieder keine Werbung hinterhergeschoben habe. Das werden wir aber auf jeden Fall noch korrigieren. So, gut, das sieht soweit erstmal ganz gut aus. Passt. Dann lass uns hier mal rausgehen. Wir haben jetzt noch 1000 auf der Kante. Die Konzerngebühr hatte ich jetzt wieder auf 20 runtergesetzt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Tag, so wie es jetzt ist. Halt, stopp. Oha, jetzt hätte ich fast vergessen, die Ware grundsätzlich zu bestellen. Das sollte natürlich nicht passieren. Bestellung, alles raus. Mindestlager, 295 Artikel. Da hat sich der Lagerumbau ja schon richtig gelohnt. Ja, ist aber nicht schlimm. Knallen wir jetzt durch. So, werbetechnisch habe ich jetzt die Situation, dass ich keine Kohle habe, aber eine kleine Werbung kann ich schalten. Das heißt, ich würde jetzt nochmal versuchen, volles Brett auf die Ökos zu gehen. Das sind dann zwei mittlere oder ein mittleres und ein kleines. Geht das? Ups, so vielleicht. Nee, nee, müssen zwei kleine sein. Okay, macht Sinn. Dann machen wir eben einmal Öko klein und einmal frisches Essen klein. Und machen wir direkt für 2 Tage. Lassen wir mal durchlaufen, die ganze Geschichte. Und jetzt gucken wir mal, inwieweit wir hier klarkommen. So, Zinsen 1. Ich glaube, ins Minus dürfen wir jetzt definitiv nicht rutschen. Nö, ist knapp, aber es geht. Okay, so, dann lass uns mal reingehen und mal schauen, das mit der Lieferung heute Morgen, das sollte ja so viel entspannter laufen. Ja, guck mal, die Regale sind noch pickepacke voll. Hier ist noch ein Loch, aber ich glaube, da hatten wir tatsächlich nichts mehr. Was mich jetzt extrem wundert. Ich kann aber auch sein, dass wir vielleicht letzte Folge gar nicht genug Ware da hatten. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich muss gestehen, es liegt auch wieder ein Wochenende zwischen den Aufnahmen. Ein sehr spannendes Wochenende sogar aus meiner Sicht. Jetzt für euch nicht so, aber ich hatte halt ziemlich viel Action durch Freizeitparkbesuch mit meinem Sohnemann etc. Und ja, muss gestehen, bin ein bisschen raus, müssen wir gerade für einen Moment noch mal ein bisschen reinkommen. Jetzt ist die Frage, wo bleibt unser Lieferheld? Lieferheld, wie komme ich da jetzt drauf? Na, ist auch egal. So, Kassierer ist da, Lagermitarbeiter ist da, zweimal sogar. Wieso habe ich denn schon wieder zwei Kassierer? Irgendwas verbrösel ich hier die ganze Zeit. Ich glaube, wir lassen Cedric mal an der Kasse, lassen uns mal schnell gucken. Ich meine, Lieferung ist ja eh noch nicht da. Habe ich die überhaupt bestellt? Gucken wir auch gleich nochmal schnell. Also Cedric ist bis 7. Und die andere Kassentante. Ja, die Yvonne König. Die schicken wir mal wieder nach Hause. Da habe ich irgendwas. Oder hat der das jetzt nicht richtig übernommen, was ich da eingestellt habe? Wäre möglich. Nein, ich habe nicht drauf gedrückt, Leute. Nun gut, wir können keine Sonderlieferung beantragen. Das heißt, ja, im Endeffekt können wir dann hier auch einen nach Hause schicken. Gucken wir mal kurz. Yvonne ist, glaube ich, die schon komplett, ja, und die ist voll geberstet mit Punkten. Dann kannst du nach Hause gehen. Und Alexander. So, das sind dann so die Fehler, die zu Beginn der Aufnahmesession passieren. Verdammte Hacke, tut mir echt leid dafür. Aber ich denke, wir kommen auch so ganz gut durch. Mal sehen, was wir hier noch im Lager haben. Ja, auch noch 94 Artikel. Also es wird jetzt nicht der Spitzenumsatztag, aber ein bisschen was sollten wir erreichen. Aufgrund dieses Fauxpas würde ich jetzt tatsächlich nochmal einen Schnitt machen und würde den Tag jetzt komplett durchlaufen lassen und hole euch dann am Ende des Tages dazu und wir starten die Folge dann im Prinzip erneut mit dem nächsten Tag. Also bis gleich. So, ich hole euch jetzt doch nochmal mit dazu. Schaut, die Regale sind komplett leer. Ich habe jetzt erstmal alles nach Hause geschickt, weil das Lager ist komplett leer geräumt, nichts mehr drin.
Ich habe jetzt noch einen Verkäufer hier behalten, aber ich denke, den brauchen wir auch nicht. Also ab nach Hause mit dir. Ich werde jetzt hier noch die letzten 3 Stunden absitzen mit den drei Dingern, die wir noch im Regal haben. Vielleicht kommt ja noch einer und holt die dazu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf dem Weg hoch ins Büro. Ich wollte es euch nur einmal kurz zeigen, was für ein typischer Montag heute hier direkt zum Start hier auf Dadelbert TV der Woche wieder los ist. Und da ist es auch schon soweit, kurz vor 22 Uhr. Wir gehen direkt nach oben, machen hier gar nicht lange rum. Auf geht's und ab die Post. Wie ihr seht, also wir haben trotzdem noch knapp 2,5 Umsatz gemacht, also alles im grünen Bereich. So, ja, erstaunlich wenig Ökos waren da, obwohl ich die Wärme geschalten habe. Gut, jetzt lass uns mal den Bürotag hier doch einmal zusammen machen. So, fangen wir hier nochmal an. Oh, guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Wir müssen auf jeden Fall unsere Lagermitarbeiter nochmal ein bisschen umbauen, weil da sind ja im Moment die langen Schichten drin, wobei er hier wird Verkäufer oder Kassierer. Weiß er noch nicht, aber wird er. Fast einig, sehr schön. Ja, mit so einem 6-Euro-Kandidaten, da kann ich mit leben. Wenn ich den nachher voll ausgebaut habe, das macht dann schon Laune. Aber gut, ich gehe mal davon aus, dass sie das irgendwann auch reinpatchen werden, dass die Mitarbeiter dann sich auch irgendwann einfach vom Acker machen, wenn du da nicht drauf reagierst, dass sie eine Gehaltserhöhung haben wollen. Wobei ich sagen muss, die Fragen. Oh, sehr schön. Die Fragen. Okay, wir haben einen neuen Lagermitarbeiter gefunden. Ist nicht schlimm. Wollte ich ja eh haben. Also von daher fangen wir direkt mal bei 10 an. 13. Ja. 1460, jo, passt. So, den Namen muss ich mir merken. Maike Haider. Die setzen wir nämlich jetzt direkt gleich ein, dass wir lagertechnisch hier nochmal ein bisschen auf Zack kommen. Und dann geht es hier weiter. Was haben wir hier? Da, nee, komm, das brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir den Teil erledigt. Gehen wir mal schnell die Sternchen alle durchgucken. Er hier ist Kassierer. Sehr schön. Tippfehler abgeschaltet. Finde ich schon mal gut. Der Jakob. Der verkauft jetzt besser, finde ich auch super. Charlin ist auch, glaube ich, Verkäufer. Nee, auch ist Kassierer. Müsste ich eigentlich auf Lehrgang schicken, mache ich jetzt auch einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Löcher nachher entstehen. Das gucken wir uns gleich am Brett an. Hier haben wir nochmal Verkäufer, sehr schön. Und das war's. Gut, so, also die Maike. Wo bist du denn, liebe Maike? Ach, guck mal, hier direkt schon drin. In der Kasse. Das ändern wir direkt mal um zu Lager. Da brauchen wir gar nicht weiter rumgucken. Und die Yvonne hier, die war, wo war die denn? Ach, die verärgert auch die Kunden, ne? Ja gut, hilft ja nicht. Dann gehst du wohl auch eher ins Lager. Liebe Yvonne, dann können wir da gleich noch mal ein bisschen rumbauen, dass das dann auch richtig funktioniert. Gut, also noch mal von vorne. Wir fangen mit der Kasse an. Da haben wir jetzt aktuell die Morgenschicht abgedeckt. Nachmittags ist keiner da. Das ist aber nicht schlimm. Ich schicke die im Moment eh immer alle nach Hause, weil ich das meist selber mache. So, dann das Lager. Da haben wir jetzt hier vormittags die Leute, die so lange arbeiten dürfen. Das werden wir jetzt ändern. Und zwar, Alexandra ist ja mittlerweile von den Punkten her dann schon eher so eine Nachmittagsschicht. Wie sieht es hier bei Lilly aus? Guck mal, die Lilly, die kann auf jeden Fall mit nach vorne. Und der Metz. Der noch nicht. Okay, das heißt also, Alexandra wird jetzt eine Detem. Ich setze sie mal jetzt hier. Warte mal, hinten haben wir doch schon einen, ne? Also 17 Uhr Start für Lilly. Für Alexandra. 17 Uhr Start für Alexandra. Wo bist du hin? Hier bist du. 17 Uhr. So. 3, 4, 5. Das wird jetzt dein kurzer Tag hier, dass wir da mal klarkommen. So. Und so, damit bin ich, glaube ich, einverstanden. So, die Lilly holen wir nach vorne. Die kann direkt ganz vorne mit einsteigen. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Immer weiter, immer weiter. So, dann haben wir hier die Yvonne. Die ist auch in der Morgenschicht tätig. Die kriegt jetzt hier auch 3, 4, 5. Wobei, die kann eigentlich erstmal so bleiben. Die mag, glaube ich, lange Tage. So, das heißt, wir in dem Bereich, dem Bereich, dem Bereich. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier hinten noch haben. Haben wir hier irgendeinen, die würde ich ungern morgens einsetzen, weil die hilft nachher noch beim Auspacken mit, genau wie er hier. Maike, das war, glaube ich, die, die wir komplett einsetzen können. Dann kommt Maike jetzt auch noch. Was sieht es arbeitstagstechnisch bei dir aus? Du kannst so eine 5-Stunden-Schicht haben. 3, 4, 5. Nee, das sind nur 4. Oh Jesus.
Also heute ist echt, ne, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Tag für euch heute ist, habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber für mich ist ein Montagmorgen und normalerweise bin ich gar nicht so gar, aber das Wochenende, muss ich sagen, wir waren, wie gesagt, im Rassiland, wer es kennt, mit meinem fünfjährigen Sohnemann und ja, ultra spannender Tag auf jeden Fall und war aber auch ultra anstrengend. Also wir haben alleine schon 4 Stunden Autofahrt gehabt über den Tag, also morgens 2, abends 2 und dann halt noch den Aufenthalt da vor Ort ist sehr viel positiver Stress, so würde ich es jetzt einfach mal ausdrücken wollen. So, wir haben jetzt morgens ein Fünfer, zwei Fünfer, drei Fünfer. Die Yvonne bleibt einfach ein bisschen länger und der Nachmittagsbereich sollte passen. Sehr gut. Verkäufertechnisch sind wir gut aufgestellt, rund um die Uhr einer da, das lassen wir auch so stehen. Und Marketing passt auch. So, dann lass uns mal hier reinhüpfen. Einmal kurz die E-Mails, Neuverhandlung, Gehalt, 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 krank, Gehalt, Gehalt. Zack. So, dann geht es jetzt hier weiter. Verkäufe nachbestellen. Wir haben ja im Prinzip jetzt alles abverkauft. Ja, nee, das hat keinen Wert, wenn wir das so machen. Wir gehen jetzt ins Mindestlager. 516 Artikel. So viel kriege ich gar nicht geliefert. Da schmeißt er uns 26 Artikel wieder raus. Wenn wir es denn überhaupt hinkriegen. 480 ist Maximum. Das heißt, ich müsste nochmal gucken. Ob ich vielleicht, wie viel sind es dann? Die fehlen 40 Artikel. Vielleicht kriege ich noch eine Palette hingeklatscht. Müssten wir mal gucken. Aber ich bestelle das jetzt einfach erstmal. Dann sind wir schon mal direkt wieder runter auf 500 Mäuse. Wie viel geht in den Konzern? Nix. Das heißt, wir müssen auch auf jeden Fall gleich noch im Konzern ein bisschen Geld abliefern. Werbung läuft Gott sei Dank noch. Und ja, hier können wir jetzt nichts weitermachen. Das, was als nächstes ansteht, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, einmal Verkaufsraum, das ist Schritt Nummer 1, die zwei Felder hier, damit wir eine weitere Kasse einbauen können. Genau. Und dann danach den Pausenraum, damit wir noch einen Marketingtisch und vielleicht eine Kaffeemaschine mit reinbekommen. Okay, Werbung müsste noch laufen. Dann lass uns jetzt einfach mal runtergehen, gucken, dass wir vielleicht sofort eine Palette oder zwei hingestellt bekommen. Ja, wir müssen erstmal ins Hauptquartier. Das wusste ich. Ist nicht schlimm. Einmal zur Stadt. Ja, direkt wieder 300 Mäuse weg. Boah, das ist immer ärgerlich. Aber gut, was willst du machen? Das ist jetzt halt gerade die Phase. Ich habe wieder ein bisschen Geld rausgehauen. Diesmal aber Gott sei Dank so, dass ich es auch alles wirklich stemmen kann. Und hier nicht großartig bankrott gehe. Also Geld abheben, 300. Das werden wir wahrscheinlich morgen nochmal machen müssen. Passt. Und dann ist gut. So, und raus mit uns. Ich weiß jetzt nicht genau, was Lagerpaletten kosten. Das werden wir aber jetzt direkt nachgucken. Ich hoffe, dass wir echt noch Platz haben. Also zwei wären schon cool. Dann würden wir nämlich alles reinkriegen. Wenn es nur eine ist, dann fehlen uns nachher wieder ein paar Artikel. Wobei, nee, ist überhaupt nicht wahr. Wir müssen das ja doppelt rechnen, ne? Doch, eine kriegen wir auf jeden Fall irgendwie rein. Ich hoffe nur, dass der nette Herr dann hier gleich auch laufen kann. Ich stelle sie jetzt erstmal dahin. So. Und die hier stelle ich zur Sicherheit einmal hier rüber. Und dann sollte er da auch auf jeden Fall rankommen. So, da kommt er schon. Erste Kiste voll. Wir müssen sofort mit Auspacken anfangen. Kasse ist ja besetzt. Aber wir haben genug Lagerplatz. Also das sollte eigentlich gut funktionieren. Was mir auch gerade einfällt, die hatten gesagt, die können nur 500 auf einmal liefern. Na, guck mal, direkt drei Leute am Auspacken. Ja, das kriegen wir hin, bis der wiederkommt. Guck mal, ich bin auch so gut wie durch. Und sie auch gleich. Fange ich schon mal mit Auffüllen an. Natürlich habe ich ein Regal erwischt, wo nichts geht. Irgendwie alle, hä? Lol, was ist denn hier los? Das ist nicht so cool. Aber ist egal. Hauptsache, sie hat es geschafft, den Container leer zu machen, bevor der neue Typ kommt. Sieht gut aus. Okay. So, das heißt, der liefert jetzt gleich nochmal was an. Das sollte passen. Warten wir nochmal kurz. Drei Lagermitarbeiter. Ja, das ist eine Sache, die hier definitiv feststeht. Man muss, wenn man mit Lebensmitteln arbeitet, definitiv eine ganze Menge ins Lager investieren. Ne? Also man braucht ein großes Lager, wo viel, viel reinpasst. Und zusätzlich braucht man noch. Es würde mich natürlich interessieren, hat er jetzt echt alles geliefert oder hat er jetzt ein bisschen was weggelassen? Nee, aber dann wäre ja eine Meldung gekommen, ne? Genau, also man muss sich darauf konzentrieren, dass man viel Lagerfläche zum Einlagern hat. Und Hey, man braucht how auch can I help? einige Verkäufer, einige Lagermitarbeiter hier vorne, die die Regale regelmäßig nachfüllen. Weil sonst hast du schlicht und ergreifend irgendwann einfach verloren.
Das ist schon voll. Das auch. Ja, perfekt. Das läuft ja wie ein Länderspiel hier. Ich helfe mal nochmal mit auspacken, die letzten paar Tüten hier. So, eine Kiste ist schon leer. Ja, die Regale sind alle voll. Also ich würde sagen, jetzt muss ich kurz gucken. Die Yvonne ist, glaube ich, die, die am längsten da bleiben sollte, ne? Genau, dann schicke ich die anderen nämlich jetzt mal nach Hause. Ab. Und die Maike auch. Tschüssen. Die brauchen wir gerade nicht. Verkäufer haben wir schon wieder keinen. Also unser Frühverkäufer hier, der ist nicht gut drauf, habe ich den Eindruck. Wie viel haben wir hier noch drin? 24. Da sind die Tomaten, glaube ich, die hier vorne fehlen, oder? Kann das sein? Ja. Kein Verkäufer, dann mache ich das mal schnell. Aber ihr seht, es läuft schon mal eine ganze Ecke geschmeidiger. Und das war ja das Ziel, was wir hatten. Dass wir hier ein bisschen besser zurande kommen. Ich habe übrigens eine neue Maus. Ich hoffe, dass das jetzt hier ein bisschen angenehmer wird mit der Klickerei. Nee, hier noch. Es gibt nicht nur schlechte Nachrichten montags. Das mit der neuen Maus finde ich schon ganz gut und die ist auch angenehm. Also die liegt besser in der Hand und so. Finde ich gut. War, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ja, sehr cool. Thanks. So, dann haben wir dich schon mal glücklich gehabt. Was bist denn du? Buchhalter, glaube ich, ne? So, dann räumt mal hier noch die Regale aus. Ich glaube, das sind Verkäufer, die da auf dem Wege sind. Kurz mal gucken. Ein Verkäufer, ein Kassierer. Sehr schön. Dann können wir den Kassierer nämlich gleich nach Hause schicken. Ich würde jetzt hier nochmal... Nee, geht immer noch nicht. Ah ja gut, die Yvonne, die macht ja hier schon richtig Alarm, denke ich. Passt, Kasse, Verkäufer, Lager. Alles genauso, wie wir es brauchen. Wieso fehlen hier schon Melonen? Ah ja, okay. Ich gehe jetzt mal selber noch mal ein bisschen durch. Ich will zumindest die Kiste da hinten einmal leer haben. Fürs Bauchgefühl, ne? Und dann schmeißen wir die Kassierer raus. In der Zeit stelle ich mich dann wieder an eine Kasse und dann schmeiße ich euch auch raus. Und ich hoffe mal, dass wenn der Tag hier durch ist, immer noch nicht alles raus. 11 Artikel, ja gut, das geht ja. Das sollte ja fix gehen. Na komm, dann hau du mal ab, zack. Und dann stelle ich mich an die Kasse. Und dann bin ich gespannt, wie viel Umsatz wir heute machen. Also ich hoffe mal, dass das einigermaßen passt von der Menge her. So, dass wir das mit den Konzerngebühren geschaukelt kriegen. Wir müssen also 200 Dollar jetzt in den Konzern kriegen. Oder waren es 300? 300 sind es, glaube ich. Das heißt, bei 20% müssen wir mindestens 1500 Euro Gewinn am Ende des Tages übrig haben. Dann schauen wir mal, ob das hinkommt. Also ich hole euch Ende des Tages wieder dazu. Oder sollte irgendwas Spannendes zwischendurch passieren. Also bis gleich. So, die letzte Stunde ist angebrochen. Ihr seht, wir haben richtig guten Umsatz gemacht heute. Wir haben auch schon wieder die ersten Löcher in den Regalen. Da werden wir uns gleich mit auseinandersetzen, dass wir das Mindestlager noch hochkriegen. Und ich glaube, wir müssten jetzt auch genug Patte übrig haben, dass das mit der Konzerngebühr nachher passt. Ich habe einige Verkäufer wieder nach Hause geschickt. Das müssen wir auch nochmal justieren. Nachmittags ist hier doch einiges los. Da haben wir 4 gleichzeitig auf der Fläche. Ja, ich sag mal, wenn ich jetzt volles Brett Werbung schalte, wovor wir im Moment keine Kohle haben, dann brauche ich das auch. Ja. Ich müsste aber halt nochmal hingehen, den können wir jetzt nach Hause schicken. Einmal kurz ins Lager gucken, bevor ich jetzt weiter quatsch. Aber sieht ganz gut aus. Also ein bisschen was, ne? Aber nicht so viel. Gut, dann lasst uns mal provisorisch nochmal durchgehen. Aber ich glaube, der Metz, der macht richtig gute Arbeit nachmittags. Das mit der Alexandra läuft auch besser. Die haut nicht mehr ab mitten am Tag. Die Lagermitarbeiterin, die immer so ein bisschen zickig war und gleich wieder abgehauen ist. So, 3,5 haben wir jetzt stehen. Das ist sehr, sehr cool. So, dann lass uns hier mal den üblichen Arbeitsablauf durchgehen. Bist du brauchbar? Nope. Und tschüss. So, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann gucken wir hier nochmal ein bisschen wegen Sternchen. Charlin. Charlin, Kassiererin, kriegt einen Stern. Sehr cool. Alexandra, Lagertante. Sehr gut. Noch einen, dann kannst du auch definitiv... vernünftig arbeiten. Das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, sehr gut. So, also ausgebildet sind die Jungs alle richtig gut, sogar meiner Meinung nach. Okay, Katze haben wir jetzt wieder den gesamten Tag. Jetzt will ich mir die mal einmal angucken, wie die ausgebildet sind. Der hat 3 Sterne. Die hat 3 Sterne oder der. Da sind auch 3 Sterne drin. Und da fehlt noch einer. Den für die frühe Kasse. Den würde ich jetzt aber tatsächlich erstmal stehen lassen, weil wir brauchen
Auf jeden Fall diese Kassierer schon alleine dafür, wenn wir die zweite Kasse installieren, weil die soll permanent von Mitarbeitern besetzt sein und die zweite Kasse, die werde ich dann zwischendurch besetzen, wenn ich merke, okay, jetzt wird es voll. Die Technik hier mit den Lagermitarbeitern, muss ich sagen, hat mir ganz gut gefallen. Das hat super geklappt. Ich würde die Alexandra, glaube ich, noch mit in die Frühschicht holen, wenn es passt. Wobei im Moment, nö, passt eigentlich alles ganz gut. Lassen wir genauso stehen. Verkäufertechnisch, da wollte ich jetzt noch mal gucken. Hier sind die 3 Stunden, wo wir 4 Jungs hier rumstehen haben. Da muss ich jetzt mal gerade schauen. Da haben wir auch die Pausen drin. Okay, das heißt also, es geht da wirklich nur um diese 2 Stunden, wo 4 Leute da sind. Wen kann ich denn da mal ein bisschen verändern? Den Ralf. Den würde ich, glaube ich, so weit vorziehen. Sekunde, lass mich mal überlegen. Genau, den Ralf würde ich jetzt noch mal vorziehen um 1 Stunde. Und den Lasse würde ich noch mal 1 Stunde nach hinten schieben. Wobei, nee, ich lasse das jetzt erstmal so. Wir brauchen noch ein paar gute Verkäufer. Da haben wir nämlich aktuell noch keinen, dass wir da ein bisschen was geregelt bekommen. Und dann stelle ich das noch mal einmal richtig um. Yvonne Sauer. Das kann ich mir vorstellen, dass du sauer bist. Das ist mir aber egal. So, jetzt kommt der spannende Teil. Ich bin echt gespannt, wo die Reise hier jetzt hingeht. Gemüse. Also fangen wir oben an. Diese gelben Äpfel, die verkaufen sich echt. Die sind, glaube ich, noch nie von der 5 runtergekommen. Ist aber auch nicht schlimm. So, das passt alles. Das passt auch. Das ist auch okay. Das sieht auch ganz gut aus. Das auch. Das auch. Wo sind denn die Artikel, die uns hier ausgegangen sind? Die müssten doch hier auch gleich mal irgendwo auftauchen. Kartoffeln, Kürbisse können es nicht sein. Brokkoli ist es aber zum Beispiel. Legen wir direkt 2 nach. Melonen scheinen jetzt auch endlich mal zu passen. Die Avocados passen noch nicht. Der Rest sieht aber gut aus. Habe ich echt alles erwischt? Das waren doch mehr als nur 2 leere Regale. Kartoffeln sind genug. Zitronen ist auch in Ordnung. Nee, das sieht doch gut aus. Ja, passt. Okay, so, dann bestellen wir das diesmal. Nicht, dass ich das wieder vergesse. 353, das sieht auch schon wieder ein bisschen entspannter aus. Ach, siehst du, ich habe die Liefereinheit gar nicht verkauft. Na, ist egal, mache ich gleich noch. So, der Teil passt. So, jetzt hätten wir 2000 Cash übrig. Lege ich jetzt nochmal, weil das Problem ist, wenn ich jetzt Werbung nachlege, kommen wir mit den Kassen nicht hin. Wenn ich jetzt zweimal Ladenbereich hinzufüge und die Wand entferne hier, dann müssten wir 1700 abdrücken. Das ist natürlich nicht cool, weil das echt nicht. Das ist ziemlich viel, was wir da abdrücken müssten. Warten wir da noch einen Tag? Da bleiben dann noch übrig 450 ungefähr. Gut, da kriegen wir die Konzerngebühr mit gestemmt. Das wäre also erstmal soweit alles in Ordnung. Dann könnte ich diese 3 Regale hier oben reinpacken. Und das hier vielleicht auch hier vorne mit hin und dann hier noch eine zweite Kasse rein. Oder wir warten einfach noch einen Tag. Ne, wir warten noch einen Tag. Wir hatten gestern Minus im Konzern, das will ich erstmal ausgeglichen haben. Dann lasst uns noch mal ganz kurz gucken, wie die Werbung sich mit den Ökos jetzt hier entwickelt hat. Und dann schalten wir vielleicht einfach noch mal eine kurze Werbung. Nee, wo sehe ich das denn hier noch mal? Ökos, da haben wir auf jeden Fall schon mal eine kleine Spitze wieder drin. Konnte man das hier überhaupt sehen? Ne, das war nicht hier. Ich glaube, das war bei Überblick, oder? Nee. Hä, kann man das hier oben gar nicht nachvollziehen, wie unten mit dieser. Lol. Hallo. Er spuckt mir die Kundenseite nicht mehr aus. Wo habe ich die jetzt hingeschoben? Habe ich die irgendwo versteckt? Nochmal raus, nochmal rein. So, Kunden, jetzt kriege ich sie. Also die Durchflussanalyse ist klar. Die Stadtanalyse. Da sehe ich nur die gesamte Bevölkerung. Ja, und die Kundenberichte ist, wie zufrieden die Jungs alle sind. Sie hatten nicht, wonach ich gesucht habe. Okay. Oh, und da hat mir keiner geholfen. Mit der Kasse sind die alle soweit zufrieden. 50 Leute, die nicht das hatten. Okay, das heißt also, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Artikel nachlegen, aber das wussten wir ja vorher schon. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Ich würde jetzt hier nochmal eine kleine Werbung reindrücken. Und zwar möchte ich einmal noch hier goldene Münze haben, frisches Essen
und die Berühmtheiten. Da haben wir nämlich auch kaum jemanden drin. Machen wir mal einen Tag. Und dann möchte ich noch drin haben die Bauern. Das wären dann die guten Herrschaften hier. Und auch hier mit frisches Essen. Machen wir auch mal für einen Tag. Einfach, dass wir die Werte ein bisschen hochkriegen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt nochmal direkt durch. Ich werde aber jetzt nochmal eine kleine Offscreen-Session einlegen. Machen wir heute mal eine kürzere Folge. Einfach mal, um ja nochmal ein paar Tage hier voranzukommen. Mist, das habe ich mir gedacht. Wir müssen also tatsächlich nochmal in den Konzern und da ein bisschen Geld reinpacken, dass dieses Dings weggeht. Weil ich habe keinen Bock, dass wir gleich bankrott sind. Konzernpunkte können wir auch ohne Probleme nachbauen. Ich baller da jetzt erstmal einen Tausender rein. Dann sollten wir mal klarkommen, dass wir ein bisschen Puffer haben, weil das ist mir, ich weiß halt nicht, wie diese Mechanik funktioniert. Klar, ne? Sonst waren wir immer bankrott. Wir hatten nirgendwo Kohle, um irgendwas auch nachzuschieben. Ich weiß aber nicht, er hat jetzt schon zweimal hintereinander gesagt, wir sind kurz vorm Bankrott, ich muss was tun. Ja, ich habe keine Lust, dass das dann gleich alles wieder vor die Hunde geht hier. Also machen wir das da rein und dann lasse ich jetzt einfach nochmal so 2, 3 Tage durchlaufen. So dass wir dann da wieder stabil werden. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir hoffentlich an. Was ist das denn da? Hier einen Pokal bekommen? Auszeichnung für herausragende Unternehmen. Für Konzerne, die stabile Umsätze erzielen können. Lebenslanger Umsatz 176.500. Ah ja, cool. Finde ich gut. So, dann lasst uns jetzt mal kurz in den Laden rein. Und dann schauen wir uns hier nochmal ganz kurz einmal um. Ich will mal einmal hier diese Statistik angucken mit euch. So, also die Ökos. Ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich ein Rand fehlt oder ob das nicht. Ich glaube, das ist, soll so sein. Okay, also für die beiden haben wir jetzt nochmal Werbung geschaltet und danach müssen wir nochmal Studenten und Buchhalter. Das machen wir dann morgen. Studenten und Buchhalter. Und den Rest lassen wir jetzt einfach erstmal noch so laufen. Lagerplatz sind 50 Einheiten, alles gut. Er kommt schon direkt angerannt. So sieht es hier unten aus. Also auch alles im grünen Bereich. Finde ich schon mal super. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier morgen wieder. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Macht's gut. Tschüss.